واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى اثرهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد My lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, und wieder versammeln wir uns. Wieder ein trauriger Ereignis. Wieder eine Musiba. Allah subhanahu wa ta'ala nennt den Maut, den Tod im Koran nennt er Musiba. Fa'in asabatkum musibatul Maut. Eine Katastrophe. Wallahi, meine lieben Geschwister, ich freue mich, bei Allah so viele zu sehen. Aber ich bin auch sehr, sehr, sehr traurig. Und deswegen, meine Worte sind jetzt kein Angriff, sondern wirklich, die kommen aus dem Herzen. Und bei Allah, die wollen nur das Beste für euch. Wir waren so viele jetzt in der Moschee. So viele, mashallah. Aber ich habe eine Frage an euch. Jeder von euch hat jetzt irgendwas beiseite gelassen. Arbeit, Schule, Studium, irgendetwas, selbst wenn es nur ein Schlaf war, hat er beiseite gelassen und er ist hingekommen. Warum? Weil der Bruder, der verstorben ist, rahmatullahi alayhi, ihm wichtig ist. Sahih? Und deswegen ist er gekommen. Und jetzt sage ich euch etwas. Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige, unser Schöpfer, der uns erschaffen hat, dem wir alles zu verdanken haben. Der hat uns Sachen verpflichtet. Der hat uns Sachen zur Pflicht gemacht. Der hat uns erschaffen und hat uns Sachen zur Pflicht gemacht. Als allererstes an ihn einzig und allein zu glauben und ihm nichts beizugesellen. Dann das Gebet, meine lieben Geschwister. Wie viele von uns, lasst uns jeder mit sich selbst ehrlich sein, wie viele von uns beten nicht? Und ich schreie jedes Mal. Und manch einen stört mein Geschrei. Aber mein Geschrei kommt aus dem Herzen. Weil ich Angst habe, was danach kommt. Wenn wir in diesem Loch reinkommen. Dieses Loch hier, das sehr, sehr, sehr eng sein wird. Meine lieben Geschwister, das Grab, wie ich auch schon einmal sagte, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, weinte, zitterte, hatte Angst, wenn das Grab erwähnt wurde. Und er weinte nicht, wenn das Feuer erwähnt wurde oder die Strafe erwähnt wurde. Er wurde gefragt, warum, ja Uthman? Er sagte, weil das Grab ist die erste Stelle, der erste Platz von Al-Akhir. Awwalu manzilin min manazil Al-Akhir. Wenn das, dieses Loch hier, was wir hier sehen, guckt jeder mal rein. Dieses Loch hier, wenn das gut ist, alles, was danach kommt, wird gut sein. Wird besser sein. Und wenn das schlecht ist, wird alles, was danach kommt, noch schlimmer sein. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Qabru, entweder Rawdatun min Riyadil Jannah, oder Hufratun min Hufarin Nar. Das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer daran glauben will, soll glauben. Wer nicht glauben will, Pech gehabt. Das Grab wird entweder ein Garten sein von den Paradiesgärten oder ein Loch von der Hölle sein. Möge Allah uns bewahren. Meine lieben Geschwister, im Grab, seht ihr, wie eng das ist? Wenn du rechtschaffen warst, wenn du an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hast, und das gemacht hast, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, bei Allah, dieses kleine Ding hier, dieses enge Ding hier, das wird so groß sein, so weit wie dein Auge sehen kann. Und dir wird dein Platz im Paradies gezeigt. Das heißt, hier drin ist chillen. Das, was ihr heute hier in der Dunya, diese Drecksdunya, chillen nennt, mit Musik, mit Drogen, mit Alkohol, mit all diesem Dreck, das wird hier ganz, ganz eng sein. Ganz, ganz eng sein. Aber wenn du das alles, was ich gerade erwähnt habe, für Allah gelassen hast, weil Allah es dir verboten hat,
und mit deiner Nefs, mit deiner Hawa, ja, gekämpft hast, um das Gebet zu verrichten, um von Sünden so gut wie möglich wegzubleiben. Keiner ist sündenfrei. Wir machen alle Sünden. Aber die Basis muss da sein. Der Glaube einzig und allein an Allah subhanahu wa ta'ala und das Gebet, die fünf Säulen. Das Gebet, meine lieben Geschwister, das allererste, wonach wir gefragt werden. Und deswegen, meine lieben Geschwister, bei Allah, ich rufe und schreie, Jungs, kehrt zu Allah zurück. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass der Tod dieses Bruders hier ein Weckruf war für jeden Einzelnen von uns. Bei Allah, ihr wisst alle selber am besten Bescheid. Vielleicht der Jüngere noch nicht. Aber die meisten, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass das alles nur Dreck ist. Alles nur Lügerei. Dieses ein auf Gangster spielen und ein auf was weiß ich wer spielen. Wallahi, du bist nichts wert. Du kannst 30.000 Euro auf deiner Hand haben. Du kannst den fetten AMG fahren. Du kannst was weiß ich wen haben. Bei Allah, hier wirst du nichts mitnehmen. Außer deine Taten. Wenn du vorgeschickt hast, Wallahi, dann frohe Botschaft hier. Du chillst. Wallah, du chillst. Aber wenn du Allah vergessen hast, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Nasullah, sie haben Allah vergessen. Fansahum, ein Fuß herum. Du hast Allah vergessen, soll Allah dich hier, jetzt hier, soll Allah für dich da sein? Da können die Leute tausendmal schreiben, höchste Stufe im Paradies. Höchste Stufe im Paradies wirst du sehen. Wenn du vorgeschickt hast. Deswegen, meine lieben Geschwister, bitte, ich bitte euch drum, das, was wir für diesen Bruder tun können, und das ist sehr, sehr traurig, und ich kenne beide Familien, sehr, sehr traurig, was passiert ist, aber das sind die Folgen dessen, weil wir weit weg sind von Hamas Weg. Das sind die Folgen dessen. Und deswegen sage ich euch, meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala das, was passiert ist, für den Bruder inshallah ta'ala eine Fürsprache sein. Dass die Jungs wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Dass sie aufwachen. Dass sie von ihrem Film aufwachen. Ihr seid keine Gangster. Ihr seid Diener Allahs. Das sind wir. Wir sind Brüder. Und die wahre Brüderlichkeit ist im Dien, in der Religion. Nicht diese Laber-Rababa-Bruder. Bruder. Und am Ende schießt er dich von hinten ab. Bruder, verkauf dich. Bruder, verrät dich. Alles nur Lügerei. Die wahre Brüderlichkeit ist die Brüderlichkeit von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Da sterben wir füreinander. Egal wo wir sind. Egal ob der Somalier oder der Marokkaner oder der Albaner oder der Jugoslawe oder der Deutsche oder der Amerikaner. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verbindet uns. Und wir fühlen den Schmerz unserer Brüder. Guck mal, unsere Geschwister in Palästin, in Irak, in Shishan, in Afrika, in überall auf der Welt. Wir fühlen mit denen. Warum? Weil die unsere Hautfarbe haben? Weil wir die gleiche Nationalität sind? Nein! Wir fühlen mit denen, weil denen Ungerechtigkeit angetan wird und weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Und deswegen, meine lieben Geschwister, das ist der Tod. Das ist der Tod. Und das ist das, von was wir immer wegrennen. Aber wenn dein Ejel kommt, إِلَى أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Der Ejel kommt. Aber wie kommt der Ejel? Wenn der Ejel kommt und du bist auf der Ta'a von Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dann frohe Botschaft dir. Aber wenn er dir kommt und der kommt und du bist auf dem falschen Weg, dann tust du mir leid. Bei Allah, du tust mir leid. Und deswegen, meine lieben Geschwister, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ Und dieses Tod nennt Allah subhanahu wa ta'ala al-haq, die Wahrheit. Weil das ist die Wahrheit. Der Rest ist Lüge. Der eine erzählt dir von was weiß ich was, von schönen Frauen, von dicken Autos, von teuren Markensachen. Heutzutage, der hat 1000 Euro Pullover. Der hat 5000 Euro Schuhe. Und dann? Was bist du? Was bist du? Nichts. Ohne den bist du nichts. Wallahi, du bist nichts. Du kannst von oben bis nach unten mit Gold laufen und Diamanten. Du bist nichts. Wenn deine Stirn nicht für Allah subhanahu wa ta'ala fünfmal am Tag auf den Boden berührt. Nicht für einen Menschen. Nein, nein. Für Allah subhanahu wa ta'ala.
Wenn du so rumläufst, bist du nur ein Diener deiner Nefs, deiner Hawa, deine Shahwa. Du läufst diesen Marken hinterher, du läufst das hinterher, du läufst das hinterher und er versucht, das zu stillen. Das kriegst du nie gestillt. Das kriegst du nie gestillt. Wenn du dir 10.000 Euro Hose leisten kannst, wirst du die 20.000 Euro leisten können. Kriegst du nie gestillt. Deswegen, meine lieben Geschwister, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns bitte alle ehrlich und aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Bitte, meine lieben Geschwister, jeder heute geht nach Hause, weil ich sehe, ich habe doch die Reaktionen gesehen von manchen. Ach, du hast nichts verstanden. Wenn jemand stirbt und du postest das und deine nächste Story ist Musik und deine nächste Story ist ein Aufruf zu irgendwas Falsches oder zu einer Sünde. Bei Allah hast du nichts verstanden. Du hast nichts verstanden. Der Tod ist eine Lehre, ein Ermahnen. Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, kefa bil mauti wa ira. Es reicht euch der Tod als Ermahnen. Deswegen, der Bruder ist zu Allah zurückgekehrt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit ihm sein. Möge Allah ihn vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Anwesenden alle für ihn eine Fürsprache halten lassen, yawm al-qiyamah. Dass inshallah ta'ala die meisten von denen, die hier anwesend sind, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und dass das auf seine Waagschale yawm al-qiyamah kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sein lassen. Aber wenn ich sehe, dass jemand, der Tod, und der hat es immer noch nicht verstanden, dann tust du mir wirklich sehr, sehr leid. Deswegen sagt Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kefa bil mauti wa'idha. Es reicht euch der Tod als Amana. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Bruder vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn seine Sünden löschen und vergeben und seine Stufen erhöhen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Familie, beiden Familien und vor allem seine Familie viel Sabr und viel Kraft geben für das, was denen passiert ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns vergeben. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.